Jeder weiß, Palpatines Plan, über die Galaxis zu herrschen, wurde nach der Vernichtung des Jedi-Ordens durch die Order 66 in Episode 3, die Rache der Sith, zur Realität. Doch vielleicht war Imperator Palpatine gar nicht der eigentliche Drahtzieher hinter diesem Plan. Vielmehr könnte das Mastermind sein alter Meister Darth Plagueis gewesen sein. Und wieso dies so ist, will ich euch in diesem Theorievideo hier kurz erklären. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Episode 1, die dunkle Bedrohung, enthüllte, dass die Sith 1000 Jahre lang im Verborgenen agierten und die Jedi sie für ausgelöscht hielten, während sie auf subtile Weise dafür sorgten, dass die Republik langsam zerfiel und die dunkle Seite Stück für Stück langsam aufstieg. Darth Sidious glaubte, er sei die Krönung all dessen, wofür die Sith jemals gearbeitet hatten. Die Verkörperung all ihrer alten Prophezeiungen, Lehren und Geheimnissen. Die kanonische Hintergrundgeschichte von Palpatine ist zu großen Teilen immer noch ein Rätsel, da Lucasfilm die kanonische Version nur nach und nach in subtilen Andeutungen enthüllt. Der wichtigste Hinweis wurde jedoch in Episode 3 selbst gegeben, als der Sith Lord über seinen eigenen Meister sprach und die legendäre Frage stellte: Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört? Fragte er einen neugierigen Anakin Skywalker, wohl wissend, dass der Jedi nichts über seinen Meister wusste. Er beschrieb Plagueis als so mächtig und so weise, dass er die Macht nutzen konnte, um die Midichlorianer zu beeinflussen, um so Leben zu erschaffen. Und erklärte, dass er sogar seine Liebsten vor dem Tod bewahren konnte. Bemerkenswerterweise hatte Palpatine über die Kräfte von Darth Plagueis nicht gelogen, denn mit seinem Wissen und reichlich dunkler Forschung hatte Palpatine Jahrzehnte später den Essenztransfer vollzogen. Dies ist eines der wenigen Details über Darth Plagueis, die auch in dem Buch Secrets of the Sith bestätigt wurden. Einem Buch, welches aus der Sicht von Imperator Palpatine und seinen Notizen zusammengestellt wurde. Während sich der Imperator ganz auf seinen Aufstieg konzentrierte, deuteten einige Details in diesem Werk darauf hin, dass er vielleicht gar nicht der Drahtzieher hinter dem Plan der Machtergreifung über die Galaxis war. Vielmehr könnte es in Wirklichkeit Darth Plagueis gewesen sein. 1000 Jahre lang hatten die Sith im Verborgenen daran gearbeitet, die Jedi zu untergraben und die Galaxis auf die dunkle Seite zu ziehen. Das bedeutet, dass Palpatine trotz seiner Genialität in gewisser Weise nur der Nutznießer der 1000-jährigen Sith-Intrigen war. Das Ausmaß, in dem dies der Fall war, wird in Secrets of the Sith auf subtile Weise angedeutet, nämlich im ersten Kanonbild von Darth Plagueis. Dies zeigt die verschiedenen Generationen der Skywalker-Saga. Rey und Kylo Ren stehen im Schatten des Vermächtnisses von Darth Vader, der vom Imperator auserwählt wurde. Aber hinter Palpatine befindet sich die schattenhafte Gestalt von Darth Plagueis. Obwohl Palpatine dies niemals zugegeben hätte, deutet die Struktur des Bildes an, dass Darth Plagueis der Ursprung der ganzen Geschichte ist, derjenige, der wirklich für den Aufstieg der Sith verantwortlich war. Nach dieser Interpretation war Palpatine einfach das von Darth Plagueis gewählte Werkzeug, um seine Ziele zu erreichen, so wie Darth Vader das von Palpatine war. Einen weiteren und absolut wichtigen Hinweis darauf, dass es alles Plagueis Plan war, erfahren wir in dem neuen Sammelwerk Stories of Jedi and Sith. Denn dort heißt es, dass es Darth Plagueis Plan war, den Jedi-Orden durch die Politik zu Fall zu bringen. Aus diesem Grund suchte er einen Machtanwender der dunklen Seite, der gleichzeitig eine gute Verbindung zur Politik hatte. So nahm er mit der Macht Kontakt zu Chief Palpatine und Count Dooku auf. Er versuchte bei beiden, sie zu seinem Lehrling zu machen, was im Endeffekt dann bei Palpatine auch gelang. Die politische Macht ermöglichte es ihm dann, ein Spiel zu spielen, welches im Endeffekt den Jedi-Orden vernichtete. Plagueis begnügte sich damit, im Schatten zu bleiben und überließ es Palpatine, das öffentliche Gesicht der dunklen Seite zu werden, während er selbst im Verborgenen blieb. Es macht durchaus Sinn, dass Plagueis diese Vorgehensweise wählte, denn Palpatine war nur ein Lehrling, als er Senator wurde. Wäre Palpatines Versuch, sich in der Macht zu verstecken, fehlgeschlagen, wäre er von den Jedi entdeckt und vermutlich getötet worden. Plagueis wäre jedoch immer noch in Sicherheit gewesen und hätte sich einfach einen neuen Lehrling ausgewählt, um mit seinem Plan fortzufahren. Wahrscheinlich hätte er Beweise untergeschoben, die nahegelegt hätten, dass Palpatine ein einsamer Machtanwender der dunklen Seite war, der über die Geheimnisse der Sith gestolpert war.
Auf diese Weise hätten die Jedi weiterhin geglaubt, die Sith seien noch immer ausgestorben. Im Gesamten lässt sich festhalten, dass viele von Palpatines größten Kräften und tiefsten Geheimnissen von seinem Meister Darth Plagueis stammen. Wenn man bedenkt, dass Palpatine ein Lehrling war, als er Senator von Naboo wurde, kann man davon ausgehen, dass die Techniken, mit denen er sich in der Macht verbergen konnte, während er mit den Jedi interagierte, ihm von seinem Meister beigebracht worden waren. Dabei halfen ihm die Erfolge der Sith in der Vergangenheit, die Jedi und die Republik unterwandert hatten, sodass die dunkle Seite immer dominanter werden konnte. Wie Charles Soule in Das Licht der Jedi schon zur Zeit der Hohen Republik enthüllte, waren die Sinne der Jedi durch den Aufstieg der dunklen Seite getrübt, was erklärt, warum die Jedi bereits zu dieser Zeit weniger mächtig waren als noch ihre Vorgänger. Als dunkler Lehrling spürte ich, dass die Galaktische Republik in Aufruhr war, stellt Palpatine in Secrets of the Sith fest, in einer Darstellung der Geschichte, die so selbstverliebt ist, wie man es von Palpatine erwarten konnte. Palpatine schrieb in seinen Aufzeichnungen Folgendes: Als Senator habe ich ihre Gier zu meinen Gunsten manipuliert. Mit jedem neuen Gesetz stieg ich in ihren Rängen auf. Die totale Kontrolle über das Regierungsgremium der Galaxis rückte immer näher. Bemerkenswerter ist jedoch der Versuch von Plagueis, ein Zweiklang mit der Macht, eine sogenannte Dyade mit Palpatine zu schmieden. Obwohl er in den Wegen der Macht weise war, erwies er sich der Aufgabe als unwürdig, schrieb der Imperator in seinen Aufzeichnungen über seinen alten Meister. Weiter erwähnte Palpatine, dass er es selbst auch mit seinem Lehrling Anakin Skywalker versuchte. Doch selbst mit dem sogenannten Auserwählten an meiner Seite war das Gleichgewicht, das wir teilten, der Vollkommenheit der Dyade abträglich, schrieb er. Es ist leicht zu verstehen, warum sich beide Sith von der Idee der Dyade angezogen fühlten. Sie wussten, dass sie in den alten Sith-Legenden als eine Macht beschrieben wurde, die größer sei als das Leben selbst, was bedeutete, dass sie eventuell der Schlüssel zur Unsterblichkeit sein könnte. Ironischerweise hätten weder Darth Plagueis noch Palpatine jemals eine Dyade erschaffen können. Denn es wurde in einigen Textstellen darauf hingewiesen, dass dazu sowohl die helle als auch die dunkle Seite der Macht erforderlich war, wie man dann bei Rey und Ben Solo sehen konnte. Palpatine selbst begegnete der begehrten Dyade der Macht dann in Episode 9 der Aufstieg Skywalkers selbst und natürlich nahm er an, dass ihre Macht der Schlüssel zu seiner Wiederauferstehung sein würde. Selbst dann, am Ende seines Lebens, hatte Palpatine noch mit Kräften zu tun, die sein Meister erforscht hatte, was darauf hindeutet, dass Plagueis Vision schon lange in ihm weiterlebte. Wie auch sein Lehrling war Darth Plagueis von der Überwindung des Todes besessen. Er war kurz davor, das Sith-Geheimnis der Wiederauferstehung zu entdecken und erlernte die dunkle Technik des Essenztransfers, die es ihm ermöglichte, den Geist einer anderen Person zu retten und in einen anderen Wir zu transferieren. Palpatine zufolge hatte Darth Plagueis aber den letzten Schritt nicht ganz gemeistert. Er hat nicht abschließend herausgefunden, wie er sein eigenes Bewusstsein übertragen konnte. Man kann davon ausgehen, dass Palpatine seinen Meister tötete, als er merkte, wie nahe er daran war, dies herauszufinden. Und in Secrets of the Sith musste sogar der egoistische Palpatine zugeben, dass er einfach auf den Methoden seines Meisters aufbaute. Palpatines eigene Forschungen dauerten dann aber noch Jahrzehnte an, ehe er selbst den Essenztransfer durchführen konnte. Die interessante Frage ist natürlich, ob Darth Plagueis seinen Tod als lohnenswert erachtet hätte, als einen Preis, der für den Triumph der Sith zu zahlen war. Es ist faszinierend, sich vorzustellen, wie anders die Star Wars Saga verlaufen wäre, wenn Palpatine noch etwas länger gewartet hätte und sein Meister das Geheimnis der Essenzübertragung erfahren hätte, sodass er selbst nicht hätte getötet werden können. In diesem Szenario wäre Palpatine für den Rest seines Lebens ein Lehrling geblieben. Maul, Dooku und sogar Vader wären nie aufgesucht worden und die Ereignisse hätten sich ganz anders abgespielt. Die von mir erwähnten Bücher habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr jetzt noch Lust auf eine weitere abgefahrene Theorie habt, dann schaut euch hier links das Video an, in dem es darum geht, dass Palpatine selbst niemand anderes als Darth Plagueis selbst ist. Ansonsten wären wir jetzt auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wie immer bedanke ich mich für euer Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.